Hallo ihr Lieben, hier ist eure Miss Funny Home. Ich wollte euch heute mal ein Tutorial zeigen, wie ich mit der Silhouette arbeite und mit Silhouette Studio. Und zwar wollte ich euch zeigen, wie ich ein T-Shirt beplottere mit einem Bild, was ich mir aus dem Internet suche. Und fange da ruhig erstmal an. Und zwar wollte ich wirklich, weil ich am Anfang echt Schwierigkeiten hatte, euch das mal so zeigen, wie ich Schritt für Schritt mache. Und zwar gehe ich dafür erstmal ins Netz und suche mir jetzt zum Beispiel raus Ronaldo. Den wollte ich nämlich gerne haben. Und zwar will ich aber nicht Ronaldo an sich haben, sondern ich brauche ein geeignetes Bild. Also nehme ich Silhouette als... Oh, Moment. Der spinnt gerade hier. Als Suchbegriff gebe ich Ronaldo Silhouette ein. So. Hopp, da suche ich mir jetzt was. Da gehe ich jetzt nicht hier hin, sondern ich gehe direkt auf Bilder gleich rauf. Und habe da schon was gefunden. Ich könnte jetzt auch so ein Bild nehmen, das ist mir aber jetzt gerade zu aufwendig. Ich brauche ein ziemlich einfaches. Suche mir das hier raus. Klicke mir das dann groß an. Und habe das jetzt mir gespeichert. Habe Grafikspeichern gemacht und da habe mir das auch hier runtergebracht. Hier runter gespeichert und gehe jetzt in mein Silhouette Studio. Habe da nur ein Blatt. Muss mein Seitenformat ändern, weil mein. Weil ich nicht so ein großes Blatt habe, sondern nur ein kleines. Gehe ich hier nicht unter Benutzer definiert, gehe ich unter Benutzer definiert und zwar ganz normal A4. So sieht auch meine Flexfolie aus, die ich habe zum Schneiden. Und jetzt öffne ich mir hier mein Ronaldo, wo ich ihn runtergelegt habe. Da ist er. Jetzt weiß ich auch, wie groß ich ihn haben möchte. Ich wollte ihn ungefähr so groß haben. Und der ist schon so perfekt und fertig, dass es für den jetzt ganz einfach ist. Genauso will ich ihn haben. Und gehe jetzt hier oben auf Nachzeichnen, mein Nachzeichenfenster, und suche mir jetzt den Bereich zum Nachzeichnen, nehme mir den so und will genau diesen Bereich nachzeichnen und will jetzt aber das Gesamte so ausgeschnippelt haben. Also wenn man innen drin alles gelb gefüllt haben möchte, kann man einfach zum Beispiel den Hochfilter ausstellen und dann kann man sagen, ich zeichne mir den gesamten Außenrand nach, und wenn ich jetzt meine Vorlage wegziehe, sieht man hier gut, dass ich hier alles habe, was ich haben möchte. Ich möchte aber das Nike-Zeichen weg haben. Klicke jetzt alles doppelt an, einmal kurz doppelt, dann habe ich alle Punkte sozusagen und bin im Punktbearbeitungsmodus. Klicke jetzt einen Punkt an, hopp, und gehe dann hier auf Punkt löschen. Und je öfter ich das klicke, seht ihr auf dem Bild, dass er hier immer weiter geht und jeden Punkt weiter löscht, bis das weg ist. Ich kann es auch komplett markieren. Das ist egal, aber so seht ihr auch Feinheiten, ob noch irgendwo Punkte da sind. So, das zweite, was ich jetzt noch machen möchte, ist noch, ich möchte noch einen Namen dazu schreiben. Da gehe ich hier auf Name, klicke mir das hier an, will den hier hinschreiben. Upp. Moment, so. Und schreibe jetzt zum Beispiel einen Namen. Und den kann man jetzt auch alles markieren zum Beispiel. Und hier kann man den vergrößern. Hopp. Und kann ihn so lassen oder eine andere Schrift nehmen, was man auch immer möchte. Den kann ich jetzt noch mal kurz anklicken, damit ich ein bisschen runterziehe. Hopp. So, wo ist meine Hand? Moment. Hopp, den kann ich jetzt hier hinziehen, damit meine Folie auch ein bisschen voll ist. So, das hatte ich mir jetzt schon vorbereitet, weil mir ist das hier zu schade und ich brauche noch ein bisschen mehr Folie. Also habe ich mir ihn hier vorbereitet, wo ich... jetzt noch ein bisschen mehr habe. Ich habe jetzt hier nämlich einen Justus und habe noch einen zweiten gemacht mit einem kleinen Ball, damit ich diese Folie nicht, also einfach nur mit Kopieren und Einfügen, und habe hier nochmal einen Testball für die Folie zum gucken, ob ich die gut geschnippelt habe. Ich habe jetzt Flexfolie. Da nehme ich, gehe ich jetzt hier unter Schnitteinstellungen hier oben in der Ecke, und da werde ich mir jetzt aussuchen, oder da habe ich mir schon ausgesucht, hier Silhouette Thermotransfer glatt. So ist meine, ich habe so eine Flexfolie. Das kann man auch nochmal anklicken, dann sieht man auch genau die Einstellung, die ich brauche jetzt fürs Messer. Ich brauche es auf 2 und werde die Dicke, glaube ich, ein bisschen runterstellen auf 3 und werde aber erstmal gleich meinen Testschnitt machen.
Und zwar macht man einen Testschnitt, indem man sagt, so, nicht schneiden. Jetzt klicke ich mir den an und sage, nicht schneiden. Jetzt werden die alle hell, wie ihr seht. Nicht schneiden und nicht schneiden. Und damit bleibt nur noch das übrig zum Schneiden hier. Das wird dann gleich mein Testschnitt, den ich machen werde. So, ich habe jetzt hier, so dass man es erkennen kann, meine Folie. Ich habe hier, wie gesagt, eine Flexfolie. Die habe ich mir jetzt hier auf übertragen. Hier ist es. So liegt es links oben angelegt. So, nochmal, ich habe es jetzt angemacht. Hoch. Hier ist Lord Cutting Mat aufgeschrieben natürlich, weil das ist wichtig. Jetzt lege ich hier an diesem Streifen meine Matte an, an diesem Streifen hier. Halte sie hier fest und drücke jetzt Enter. Jetzt zieht er sie automatisch ein. Und jetzt werde ich, jetzt muss ich hier nochmal rüber gehen. Also so. Ab, wieder ein bisschen gerade und ein bisschen zum Erkennen. Wie gesagt, wie ich euch eben gezeigt hatte, hier ist mein Testschnitt. Und ich werde das Ganze jetzt machen an, an Silhouette senden. Und ich habe jetzt die Schnitteinstellung, brauche ich nicht mehr anpassen, habe ich schon gemacht. Also mache ich jetzt einfach mal Start. Und jetzt sollte er wirklich nur diesen einen kleinen Kreis schneiden. Muss ich das gleich nochmal mit einer größeren Stärke probieren. Ich muss natürlich, weil ich noch vergessen habe, euch zu zeigen, gucken, auf welcher Schnittgröße. Dafür öffnet man hier das Messer, zieht es dann raus. Auf welcher Schnittgröße das Messer eingestellt ist, ist bei mir auf 2 eingestellt, weil ich letztens gerade das auch schon mit 2 geschnitten hatte. Aber ich werde jetzt doch nochmal die Tiefe verändern, wenn er mir so komplett gar nichts geschnitten hat. Das zeige ich euch jetzt wieder hier. So. Und zwar Schnitteinstellung anpassen. Da. Da zeigt er mir den erweiterten Modus an. Also 2 ist gut. Dicke schon auf jeden Fall 4. Und vielleicht Doppelschnitt, damit er mir besser hält. Ich lege sie nochmal ein, das zeige ich euch jetzt nicht. Das habt ihr jetzt schon gesehen. So, ich habe jetzt meinen Probedruck gemacht. Ich wollte euch nur sagen, dass ich bei Flexfolie 18 gemacht habe. Moment, Schnitteinstellung. Nur damit ihr wisst, was ihr da so... Das muss man sich immer ausprobieren oder ein bisschen googeln, suchen. Ab. Ich habe die Thermotransfer natürlich genommen, habe die Klinge 2 genommen und habe Geschwindigkeit 8 gehabt und Dicke habe ich jetzt auf 18 gestellt und Doppelschnitt. Und jetzt zeige ich euch, ich hatte hier diesen Probekreis und den kann man jetzt hier auch sehen, hat geschnitten, hat vernünftig geschnitten, den könnte ich jetzt hier auch abziehen. Und dementsprechend kann ich jetzt auch alles andere schneiden. Das heißt, ich lege jetzt die gesamte Folie genau so wieder ein. Ich soll ja wirklich genau da schnippeln, wie ich es gezeigt habe. So. Und nun werde ich aber wieder unter meine Schnitte gehen, was ich hier schneiden möchte. Und zwar markiere ich und sage schneiden und markiere auch mein nächstes Bild und sage schneiden und markiere auch hier mein Bild unten und sage schneiden. Also alles ist jetzt markiert. Hier, Moment, mein kleiner Ball ist noch nicht markiert. So, und den hier brauche ich jetzt aber nicht nochmal schneiden. Da kann ich sagen, nicht schneiden. Und jetzt fange ich einfach an. Alles, was hier an der Seite liegt, übrigens wird nicht geschnippelt. Das kann man auch weiter zur Seite legen. Das hier, das hier wird doch geschnippelt. Das ist ziemlich blöd. Fällt mir gerade so auf. Deswegen werde ich jetzt nochmal diese Punktbearbeitung machen, indem ich hier natürlich die Punkte lösche, weil dieser Ball soll weg, sonst schneidet er mir auf der Matte. Und das wollen wir ja nicht. So, jetzt haben wir hier alles fertig, ihr seht das. Und jetzt werde ich wieder das Ganze an die Silhouette senden. Mit meinem, wie ich es jetzt getestet habe. Das hat gut geklappt. Und so kann ich euch jetzt zeigen, wie er das schnippelt. Moment. So, ich habe jetzt hier die Folie draußen, er hat zu Ende geschnitten. Jetzt ziehe ich die gesamte Folie natürlich hier wieder ab.
So. Das hier mache ich gleich wieder richtig. Und jetzt läuft so, bei T-Shirt bedruckten Sachen muss ich alle Sachen entfernen, die ich nicht aufs T-Shirt bügeln möchte. Das heißt, das kann man übrigens mit einem Entgitterer machen oder auch nicht. Ich ziehe jetzt hier vorsichtig ab, was ich nicht haben möchte, und sehe jetzt hier, aha, da bleibt schon das übrig, was ich haben möchte. So. Wenn es Kleinigkeiten sind, kleine Teile, nehmt ihr hier den Entgitterer. Ansonsten müsst ihr euch hier einfach langsam vorarbeiten, wie ihr seht. Ihr seht, hier ist mein Testball. Da kommt mein zweiter kleiner Ball und mein erster Ronaldo und mein zweiter kleinerer. Wie gesagt, ich wollte keinen Verschnitter haben zum Vorschein. Ich finde die Folie so schön. Ich hätte glatt noch ein bisschen mehr da reinschnippeln sollen. Kleine Weihnachtssterne oder was auch immer. Naja. Und jetzt zum Vorzeigen. Das ist immer ein bisschen blöd und schwierig. Hopp. So. So. So, also hier haben wir das Ergebnis, ihr könnt sehen, auf der Seite so, wir haben ein Justus und siehe da, was hat sie falsch gemacht, sie hat den Justus nicht gespiegelt, wir können ihn gar nicht benutzen, weil ich natürlich bei Buchstaben immer spiegelverkehrt schreiben muss. Ich könnte höchstens noch ein J jetzt nachträglich ausdrucken, das weiß ich noch nicht, ob ich das mache. So, den nächsten Schritt